du so etwas töten? Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Freut mich wirklich. Jedes Mal ein Kommentar, ein View, ein Like zu sehen, motiviert mich immer weiterzumachen. Vielen, vielen Dank dafür an euch. Okay, wir befinden uns in Tiers Gruft. Im letzten Part haben wir es hierher geschafft. Und müssen jetzt den Verteidigungsmechanismus, vermutlich das Ding da oben, was sonst, deaktivieren. Okay, das machen wir. Das Einzige, was mich hier noch ein bisschen stutzig macht, ist dieser... Warte mal. Der ändert seine Farbe. Ich dachte, das ist so ein Kristall, um hier so eine roten Wurzel wieder wegzusprengen. Ist ja interessant. Was macht das Weiße? Okay, grün ist klar. Live. Rot. Die Wut. Und was macht Weiß? Abklingzeit? Ne, EP. Okay. Interessant. Nun gut. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den Verteidigungsmechanismus. So schwer sollte das nicht werden. Wir sehen ja, was wir zu tun haben. Bewegung, sonst verlierst du sie. Ja, ja. Ich will aber erstmal gucken, was uns das bringt, das hier ranzumachen. Okay. Ist jetzt gut oder schlecht? Ich hätte das auch jetzt hier oben noch gegenschmeißen können, oder? Haben wir hier noch irgendwo so ein Bobbel? Ja. Ach, okay. Die anderen Räume öffnen sich hier wahrscheinlich gleich, wenn wir jeweils einen von diesen Todestrakten überlebt haben. Gehe ich mal stark davon aus. Gut, den Wind jetzt da mitzunehmen bringt nichts, weil wir ihn nirgendwo einsetzen können. Okay, interessant. Das ist aber nicht nett. Nee. Warum gibt es hier zwei Räume? Ich gehe erstmal in den, der uns nicht quasi direkt präsentiert wurde. Das ist wahrscheinlich optional hier. Okay. Ja, optional. Erfahrung. Genau. Langjährige Gamer-Erfahrung. Okay, cool. Und dann jetzt da lang. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für dich. Aber Vater kommt da nicht durch. Geh, ich komme klar. Ja, wir würden da auch durchpassen. Mit ein bisschen quetschen und drücken.
ist er. Kratos höchst selbst. Was gefunden? Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Ja, Kratos seine Vergangenheit holt ihn jetzt langsam Tatsache ein. Noch ein Spartianer. Ja, war ja klar. Das stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Okay, na dann aktivieren wir hier mal das nächste Ding. Vorher doch mal kämpfen. Boah, wie viele. Okay, wieder Ruhe. Worüber hast du dich in der Gruft so aufgeregt? Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ha! Wie sie ihn aufziehen. Okay. Da müssen wir hin. Dann warten wir hier kurz, bis das Ding wieder ankommt und dann klopfen wir das da rein. Sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Sinne anfangen. Wow. Musst du ja gerade genau in dem Moment anfangen zu quatschen. Ach komm schon. Was soll denn das? Nein, doch nicht auf den. Ich bin einfach wieder so eine hässliche Nachtmare. Von da sind wir gekommen. Okay, next. Hör zu. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen. Ja? Egal, ob sie mich verletzt.
nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Sag ja, Kratos. Mann, Mann, Mann. Interessant. Oh nee, das ist wieder so ein Runending. Ja, puh, du, wir wieder die Runen finden. Können wir da draufsteigen vielleicht? Also dahinter geht auf jeden Fall schon mal nicht. Um drauf geht auch nicht. Ja, Runenmagie, bla bla. Oh, das wird wieder ewig dauern. Da war doch schon die erste. Getroffen auf jeden Fall. Na, nee. Wir warten noch. Die nächste Rune. Ich werde mich immer hier wieder ein bisschen umgucken und dann zeige ich euch die interessanten Stellen. Okay, hier ist Nummer 2. Nummer 3 ist eventuell hier in dem Gang. Nun schauen wir uns doch erstmal den Gang ein. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Da gibt es wieder was zu lesen. Aber wir suchen immer noch die letzte Rune. Gehen wir noch nicht hin. Lies mal erstmal vor. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Skell und Hati. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung, er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Eine sehr große Wand. Okay, letzte Rune. Das war bestimmt erstmal wieder. Fällt es dir denn gar nicht? Nee, doch nicht. Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Spaß haben, indem man irgendwelche Leute killt. Okay. Okay, das ist nicht meine Vorstellung von Spaß.
Gut, wie gesagt, ich suche mal noch die zweite Rune, letzte Rune. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, da bin ich erstmal wieder. Ich habe die jetzt noch nicht gefunden. Kann sein, dass wir hier vielleicht erst noch weiter voranschreiten müssen. Hm, gut. Machen wir erstmal das Ding hier wieder an. Ach, das müssen wir jetzt von oben holen, oder was? Okay. Das scheint wohl richtig zu sein. Definitiv. Da! Da ist die Windfalle! Wie sollen wir die so schnell runterkriegen? Ja, okay. Ich kurz überlegen, wo wir dann lang müssen. Runterspringen können wir hier nicht. Müssen sie wahrscheinlich irgendwo noch mal zwischenlagern. Frage ist nur wo. Ja, von hier kommen wir nicht ran. Ach so. Wie wär's denn damit? Raffiniert. Oder? Finde ich auch. Hatte gerade so eine Eingebung. Dahin. Okay, die Rune muss anscheinend hier doch noch irgendwo sein. Denn hier geht's gerade nicht weiter. Der Runenstein, er kommt runter. Was ist los? Falle. Vater! Junge, verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zugketten an der Wand. Aber es gibt drei davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentriere dich. Du kannst das. Bitte beeil dich. Ich weiß gar nicht, ob ich trinken kann. Los, denk nach. Hati ist der Silberne. Er jagt den Mond. Der goldene Skill verfolgt die Sonne. Damit der Ragnarok eintritt, müssen sie fassen. Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mond nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Ich habe keine Ahnung. Links. Ach so. Midgard nach links. Ich weiß ja nicht, was mit nach Midgard ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Reihenfolge muss heute. Und links, Sonne rechts. Midgard in der Mitte. Und links, Sonne rechts. Der mittlere, mach schnell. Und links, Sonne rechts. Ich raff's nicht. Nee, das ist falsch. Der mittlere, schnell. Und links, Sonne rechts. Der linke.
Nein, was mache ich denn? Jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, wir haben es gleich. Mach Atreus schnell. Der linke. Mitte, schnell. Der mittlere, schnell. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Mond links, Sonne rechts. Mittlerer Hebel. Der linke. Mittlerer Hebel. Reihenfolge muss so sein. Mund links, Sonne rechts. Midgard in den rechten, Junge. Links. Jetzt haben wir's. Mund links, Sonne rechts. Mann. Der mittlere, mach schnell. Also wirklich, so was Einfaches und das habe ich nicht hingekriegt auf Anhieb. Mann. Zieh den rechten. Hat doch funktioniert. Ich weiß. Aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Das war in der Tat sehr schlau. Gut, aber trotzdem haben wir die letzte Rune noch nicht gefunden, ne? Das ist natürlich blöd. Muss ich mir dann noch angucken. Das war, meine lieben Freunde. Dann sind wir bei dieser Stelle erstmal am Ende. Den Rest schauen wir uns im nächsten Part an. Dann sage ich ganz einfach erstmal wieder an dieser Stelle. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag und wenn ihr da wollt, sehen wir uns im nächsten Part von God of War oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.